Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, der nächste Bebauungsplan, gerade hatte ich ja zur Jägerkaserne gesprochen, die wir am Ende des ganzen Prozesses sind und es hieß, jetzt am Ende kann man nichts mehr ändern. Heute beschließen wir über den Aufstellungsbeschluss zum Lidlmarkt in der Kohlenstraße. Wir sind also noch ganz am Anfang des Prozesses. Deswegen probieren wir das heute mal andersrum, statt am Ende was zu sagen, was uns nicht passt. Sage ich Ihnen, warum wir diesen Prozess von Anfang an ablehnen werden und warum ich hoffe, dass auch manche von Ihnen sich der Ablehnung anschließen oder zumindest im weiteren Prozess das eigentlich die Haupthoffnung, dass sehr kritisch hingucken, was für Konsequenzen damit einhergehen. Laut Vorlage beabsichtigt die Firma Lidl für den bestehenden Kundenkreis eine städtebaulich verträgliche und den heutigen Anforderungen gerecht werdende Verkaufsflächenerweiterung. Ich denke, die wenigsten glauben, dass es Lidl tatsächlich um eine städtebaulich verträgliche Entwicklung geht. Lidl will Umsatz machen, darum geht es. Deswegen macht man Einzelhandel. Im Einzelhandel herrscht ein enormer Verdrängungswettbewerb und aggressiver Preiskampf. Auch das wird niemand bestreiten. Prekäre Beschäftigungsbedingungen sind die Begleiterscheinungen, Altersarmut ganz oft die Folge. Die Menschen essen und kaufen aber nicht mehr, weil die Flächen größer werden, sondern die Verkaufsflächenerweiterungen dienen einzig und allein dazu, den Konkurrenten Kunden abzujagen. Und Lidl will in diesem Fall ja nicht nur die Verkaufsfläche vergrößern, sondern sogar verdoppeln auf 1500 Quadratmeter. Die Konkurrenten befinden sich in dem Fall auch in direkter Umgebung. Das ist einmal der Edeka-Markt ganz um die Ecke. Dann sind es Rewe und Aldi in 700 Meter Luftlinie am Kirchweg. Aber wie gut, dass man ja bestehende Regelungen gemacht hat und dass ein kommunaler Entwicklungsplan, Zentren und Zweckverband beschlossen wurde, um die Nahversorgung in den Zentren zu schützen. Mit diesem Plan hat die Stadt eine Selbstverpflichtung abgegeben, um Fehlentwicklungen entgegenzusteuern. Die großen Handelsketten bauen ja immer autobetonten Standorten, immer größere Filialen. In der Folge reduziert sich der Umsatz kleinerer Betriebe in Stadtteilzentren und Ortsteilen. Sie müssen oft schließen, für nicht automobile Einwohnerinnen verschlechtert sich so die Einkaufsmöglichkeiten. Laut kommunalem Entwicklungsplan wäre also alles gut. Wir könnten uns als Stadt zurücklehnen, müssen gar nichts tun, um eine Vergrößerung der Verkaufsfläche bei Lidl zu verhindern und um die Nahversorgung in den Zentren sicherzustellen. Der Antrag wird deswegen heute beantragt, um da tatsächlich aktives Planungsrecht zu schaffen. Also ein bisschen ähnlich wie bei dem vorherigen Bauplan. Es ist nicht so, dass man da nichts tun kann, sondern eigentlich gibt die Stadt hiermit erst den Startschuss. Lidl, wir machen euch den Weg frei, ihr könnt vergrößern, erweitern, im Verdrängungswettbewerb da stehen, wie ihr wollt. Und natürlich kommen dann als nächstes wahrscheinlich die nächsten Discounter. Das muss nicht sein, deswegen sagen wir von Anfang an, dem Aufstellungsbeschluss kann man nicht zustimmen. Wir dürfen hier nicht das Signal geben und dann wird sicher, falls sich noch jemand dazu meldet, jemand sagen, es ist ja der erste Schritt, es kommt ja erst noch der ganze Prozess. Aber es ist ein klares Signal, dass es in eine Richtung geht und die halten wir für die falsche Richtung. Deswegen heute ein klares Nein. Thank you.